So, also dann gucken wir doch mal, wie sollen wir nur gegen diesen starken Wind auf der Zephe-Insel ankommen? Wir haben keine Chance. Tja, vielleicht werden wir uns ein bisschen schwerer machen mit einem Eisenstiefelpaar. Und vielleicht werden wir noch ein dickes, fettes Schwein mit uns rumschleppen. Und einen Stahlhammer. Also schwerer können wir wirklich nicht mehr sein. Ach, das ist sehr gut. Mit so ein paar seitlichen Sprüngen geht das sogar noch deutlich, geht das deutlich schneller, als wenn man hier nochmal läuft. Ja, ewig schneller. So, jetzt aber. Bam! Bums! Blöde Windmaschine. So, jetzt ist der Wind auch plötzlich einfach weg. Tja, gibt's hier sonst was, wenn du hier eine Putt-Putt-Frucht einsetzt? Kannst du hier irgendwas einsammeln? Ich glaube, hier gibt's nicht mal. Wirklich? Ganze? Gucken wir mal. Doch. Die fliegt jetzt voll gegen die Wand. Ich würde sagen, die jetzt voll in die Wand fliegt und das Ganze sofort vorbei ist. Kannst du da irgendwie rausdrehen? Nein. Ja. Also, das war mal definitiv die. Oh, warte. Glitch dich raus. Glitch dich durchs Spiel. Bug ist aus. Jetzt komme ich gleich beim letzten Endboss an. Ja. Gleich finden wir eine Screen Transition, die zum letzten Gebiet des Spiels führt, durch eine Möwe. Okay. So viel dazu. Oh. Ja. So viel. Möwe! Ich glaube, die ist da drin jetzt leicht. So viel zu dieser Putt-Putt-Frucht. Die ist da drin jetzt leicht festgesetzt. Ja, ne? Hoffen wir einfach mal, dass auf dieser Insel da oben drauf nichts war. Denn wir haben jetzt auch keine Putt-Putt-Früchte mehr. Ja. Tja, Möwe. Wirst da leider elendig drin krepieren müssen. Oh Mann! Die arme Möwe. So, hier sind wir jetzt auf jeden Fall im C4-Tempel, um das letzte Lied des Spiels zu lernen. Das sieht aus wie eine Gitarre. Hm. Könnte jetzt einfach wieder das gleiche passieren wie beim letzten Mal im Terra-Tempel auch. Nein! Niemals! Niemals! Never! Fail. Wunderschönes Lied. Du hast die Hymne des C4-Gottes erlernt. Und jetzt ist mein Stab lila, pink. Irgendwie. Merkwürdig. Was soll's. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir damit jetzt das letzte Lied des Spiels schon gelernt. Gibt relativ wenige. Ja, und da ist er. Der ehemalige Gott, der jetzt schon mal eher tot ist. Der ehemalige Weise, wie auch immer. Ja. Ein Kokiri! Yay. Bist du der neue Held? Ich bin Frodo, ganz sicher nicht Frodo, vom Volk der Kokiri. Vielleicht sehe ich nicht so aus, aber ich bin ein Weiser, jawohl. Zora sah auch nicht gerade nach dem Weisen aus. Ich habe hier gebetet und gebetet, um dem Masterschwert die Stärke zu geben, alles Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Aber ich wurde von Ganondorf angegriffen und bin zu dem geworden, was du jetzt vor dir siehst. Einem Toten. Ja. And now I am the dead. Du möchtest dem Schwert wieder zu seiner alten Stärke verhelfen, nicht wahr? Nein! Ich möchte die Stärke bitte wieder loswerden. Ich will die ganze Verantwortung nicht. Nick. Falsches Nicken. Um dies zu bewerkstelligen, musst du jemanden finden, der dasselbe Instrument spielt wie ich und ihm das Lied von vorhin beibringen. Wann haben wir wohl jemanden gesehen, der so eine komische Geige hat? Ich glaube, ich habe schon gespoilert am Ende der letzten Episode. Dann wird diese Person sofort begreifen, dass in ihr das Blut eines Weisen fließt. Der Taktstock, den du da bei dir hast, wurde früher dazu benutzt, uns weise zu dirigieren und den Göttern ein gefälliges Konzert darzubieten. Damals. Den Göttern, ja. Götter sind nur Arschlöcher, die haben die Welt überflutet. Damals hat ihn immer der König höchstpersönlich geschwungen und das Konzert dirigiert. Müssen wir den roten Leuten mal fragen. Der König hat ja sonst nichts zu tun. Jetzt wissen wir zumindest, wo der Leue den komischen Taktstock her hatte. Ja. Der hat ihn halt, das war seiner. Bitte richte dem König aus, dass ich immer noch auf meinem Instrument spiele. Und zwar verborgen hinter den Wolken, ruhend im Blau des Firmaments. Sehr poetisch. Nein. Tschüss. Wusch. Hau ab. Komm nie wieder. Und da ist er gestorben. Endgültig. Endgültig.
Ja, ne? Wer wird nur so ein Geigeninstrument noch spielen? Schwere Frage, schwere Frage. Allerdings schwere Frage. Ja, ne? Dann würde ich sagen, geh doch mal zu dem roten Leun zurück und sag ihm, dass der Kokiri immer noch sein Instrument spielt oder so. Aha. Ja! Ich glaube, da findest du nichts Sinnvolles. Oh, ein Herz. Siehst du was Sinnvolles? Ja, unglaublich, aber wahr. Hallo, Leute. Um den Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen, musst du den nächsten Weisen zum verbliebenen Tempel geleiten. Auch damit Frodo in Frieden ruhen kann, ist es deine Aufgabe, seinen Nachfolger so schnell wie irgend möglich zu finden. Wie ist ein neuer Text? Hat er gar nicht zu dem Taktstock gesagt, aber wollte gerade sagen, immer war da noch was Neues. Dun, 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 dun. Hymne des Puppenspielers, Dings da. Ich war mir gerade, ich wollte die gerade ernsthaft spielen, aber dann ist mir eingefallen, das bringt jetzt gerade so relativ wenig. In der Tat. So, jetzt wollen wir aber nach Tantopia wirbeln. Wobbeln. Haben wir da sonst irgendwas, was wir auf der Insel machen wollen? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube, da haben wir wirklich schon alles gemacht, was man da großartig machen kann. Die Nintendo-Galerie haben wir schon gezeigt. Wir haben uns schon mal ein blaues Elixier machen lassen. Wir haben die Schatzkarten geholt. Ich glaube, wir haben ja alles. Wir können uns noch mal ein blaues Elixier machen lassen, aber warum sollten wir? Weil wir noch eine leere Flasche haben. Ja, kannst du lieber eine Fee reinfüllen, oder? Würdest du bitte vorwärts fahren? Danke. Da ist übrigens jetzt endlich ein Terrier, bei dem du den Laudatio-Schein einlösen kannst. Ja, endlich. Wurde auch Zeit. Ich dachte, 5 Minuten fährt jetzt weg. Nee, der fährt erst weg, wenn du drauf stehst. So, jetzt kommt er, der Laudatio-Schein. Oh Mann. Viel Spaß was ich damit, Tingel. Wollen Sie Ihren Laudatio-Schein einlösen? Also dann. Sie sind mein bester Kunde, mein allerbester Kunde. Gut, dass ich nichts davon weggedrückt habe. Das war's. So viel Lob zu hören, freut einen doch, nicht wahr? Das war der Laudatio-Schein. Dafür sind wir VIP-Kunde geworden. Ich kaufe nur eine neue Putschfrucht, wenn ihr bist. Ja. Jetzt. Das hast du verdient, du Sau! Was machst du denn da? Ich spreng sein Boot! Das hat dem Boot sogar Schaden gemacht, was zur Hölle? Wieso kann das Boot Schaden nehmen? Oh! Reinspazieren! Kann man Therese versenken? Nicht, dass ich wüsste. Thank you! Damit haben sie jetzt 31 Punkte gesammelt! Sammeln sie 60 Punkte, werden sie super VIP-Kunde! Ja, das wird ja bestimmt eine viel bessere Belohnung sein. Wir können sie aber nicht tragen, bla bla bla. Bye! Bye! Leg nochmal eine Bombe auf seinem Schiff. Rup. Wir müssen jetzt sowieso warten, bis er wieder mit uns an die Küste fährt. Ach ne, wir sind schon an der Küste. Das Schiff nimmt echt Schaden durch Bomben. Ich hab schon mal... Bam! Ich hab schon mal voll 99 Bomben mit vom roten Leun aus auf das Ding geschossen, da passiert leider nichts. Geht nicht unter. Ach, hast du das schon mal probiert? Ja. ich hab das schon mal probiert. Schön zu wissen. Bam. Bam. Vielleicht geht's erstmal 100 Bomben unter. Man kann leider nicht 100 Bomben tragen. Ja, man muss halt irgendwo eine einsammeln oder Tingle benutzen. Oder der mit dem Swingle Seaver kaufen. Was ist das für eine Musik? Das haben wir doch irgendwo schon mal gehört, dass irgendjemand einfach so plötzlich Musik spielt. Komm, schieß auf mich. Damit die ganze Insel unterhält. Wäre auch zu einfach. Aber wo kommt diese Musik nur her? Ist auf jeden Fall nicht besser als Melody, was auch immer. Nicht wirklich. Da kommen so Musiknoten aus. Da kommen Noten aus dem Wasserfall. Ja. Tja. Dann schwingen wir doch mal in den... Der schwierigste Sprung im Spiel, meiner Meinung nach. Du kannst sie doch einfach von oben runter fallen lassen. Wow. Und landest dann trotzdem drin. Weiß nicht genau, was an diesem Sprung schwierig sein soll. Du kannst auch mit dem Dekoblatt da reinfliegen, das geht genauso gut. Würdest sogar in die richtige Richtung. Ist eigentlich nichts unmöglich, um da reinzukommen. Schon gut, du musst es hier in die andere Richtung bringen. Schaffst du es? Baka, du schaffst es! Du hast es geschafft! Fast. Jawohl. Wunderbar. Yay! Tja, und jetzt sind wir hier also in einer geheimen, versteckten Kammer hinter dem Wasserfall. Ja. Das ist eine geheime Kammer. Und hier steht Makoros. Nein! Welche Überraschung! Nein! Oh, werter Freund Lang! Es ist schön, dich nach so langer Zeit wiederzutreffen! Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen.
Es spricht für dich, dass du mich so ohne weiteres hier in meinem kleinen Versteck gefunden hast. Aber da sind Noten aus dem Wasserfall geflogen. War schon recht auffällig. Ja. Wie, was ich hier mache? Ich habe hier das Stück geprobt, das ich nächstes Jahr bei der Zeremonie spielen will. Ach stimmt, die Zeremonie, die nicht funktioniert, wenn er nicht da ist. Wenn die anderen es schon vorher hören würden, wäre es doch langweilig, findest du nicht? Es müssen ist keiner auf der Insel, die sind alle irgendwo anders, bei ihren Bäumen. Aber müssen die nicht mitsingen bei dem Lied? Na egal. Was? Man kann es draußen überdeutlich hören? Ach so, ich war mir sicher, das Rauschen des Meeres würde es übertönen. Ich würde ja das Rauschen des Wasserfalls erwarten. Ich würde von nun an leiser proben. Weißt du, wie laut so ein verdammter Wasserfall ist? Ehrlich mal. Sehr laut. So, Taktstock raus und dann spielen wir ihm nochmal unser neues Liedchen vor. Aber das ist doch ein Taktstock. Nein, wirklich. Dann bist du also ein Dirigent lang? Ja. Das ist ja fantastisch. Ich weiß. Dann wirst du mich also ein wenig dirigieren? Leider ja. Welches Stück spielen wir denn? Ich kann es kaum erwarten. Da, 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 da. Du hast die Hymne des C4-Gottes gespielt. La, la, la. Dalladang. Was ist das nur für ein seltsames Gefühl, das mich da umfängt? Vielleicht hast du Blähung. Das ist ein Baum, der kann doch... Na egal. Beinahe so, als würde ich dieses Stück kennen. Nein, das ist der Kokiri. Ein grinsender Kokiri. Daraus können wir jetzt also schließen, die Kokiri haben sich zu verkrüppelten Bäumen degeneriert. Ja, während sich die Fische in Vögel verwandelt haben, als die ganze Welt überflutet wurde. Also die Evolution in diesem Spiel ist echt scheiße. Ich kann immer noch verstehen, dass die Menschen sich in Treibholz verwandelt haben, das kann ich immer noch nachvollziehen. Aber warum die Fische sich in Vögel verwandelt haben, werde ich nie so ganz verstehen. Mann. Nick, verbeug. Markus ist irgendwie kurz verschwunden. Ja. Werter Freund Lang! Es war Lang hat halt ein bisschen halluziniert und so. Mhm. Dank dem heiligen Lied, das du mir überbracht hast, wurde mir meine Bestimmung als Weiser des C4-Tempels ins Bewusstsein gerufen. Das ist ja schön. Meine Aufgabe ist es, das Masterschwert, das du mit dir führst, wieder zu seiner alten Stärke erwachen zu lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Oder Text! Thomas. Ja. Bitte geleite mich zum C4-Tempel, werter Freund Lang. Schon aus dem Grund, damit mein Vorfahre in Frieden ruhen kann. Okidoki. Loki. Wie gesagt, die Zeremonie, die ohne ihn nicht funktioniert, jetzt wird er zu einem Weisen und kommt nie wieder. Ja, das heißt, der Dekobomb wird eingehen. Ja. So, Makurus sitzt jetzt hier oben zwischen den Hörnern vom Leuen. Ja, der ist immerhin nicht im Weg, wenn wir jetzt einen Schatz heben. Ja. Immerhin etwas. Ja, ne? Das heißt, wir müssen jetzt also ihn zu seiner nächsten Bestimmung bringen und, ne? Nach Portemonnaie wirbeln. Jawohl. Brumm, 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 brumm. Da, da, da. So, lass mal kurz sehen. So, haben wir. Wir könnten eigentlich noch eben... Nee, das können wir gar nicht. Schon gut, wir haben noch Portemonnaie. Wir könnten eigentlich noch... Nee, können wir noch, oder? Nee. Ich wollte gerade sagen, wir könnten eigentlich mal eben zur Mutter-Kind-Insel und mal eben noch mit dem Händler tauschen. Aber das heißt, wir würden in der Mutter-Kind-Insel landen. Wir könnten ein bisschen mit der Göttin plaudern. Falls sie überhaupt noch mal mit uns redet. Ich habe, glaube ich, noch nicht versucht, mich da nochmal reinzuwirbeln. Wenn wir noch ein paar Feuerpfeile reinschießen, vielleicht. Warum brennst du meinen Hallen ab? So, auf der Insel haben wir jetzt auch alles gemacht. Ja, ne, insgesamt wirklich nicht mehr viel zu tun. Gegen den Wind! Ja, ne, wir müssen nach Norden. Ja, da oben ist ja die C4-Insel. Waren wir auch schon so lange nicht mehr drauf. Sehr warm. Die C4-Insel ist nicht so weit weg. Warte, von deinem Schatz. Das war nur der Fisch, oder? Ja. Ist der Fisch? Fisch! Fisch. Fisch. Hier ist Swingel, bester Empfang. Alles klar, Lang, Universalfutter oder Pfeile kaufen. Was willst du haben? Ruf mich ein anderes Mal an. Anderes Planquadrat. Hier ist Swingel, bester Empfang. Alles klar, Lang, Universalfutter oder Pfeile kaufen. Ruf mich doch ein anderes Mal an. Ach, dann halt nicht. Hier ist übrigens ein Berg. Oh, nein, wirklich.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist schon mal ein Gefässer, Triefer suchen. Ich finde es aber toll, dass diese Tempel in den Bergen drin sind. Kannst eigentlich mal das Kanonenboot besiegen, das da vorne noch rumschwemmt. Mistige Ding, mal gucken, ob es irgendwas bringt. Ist auch nur ein einzelnes, das sollte relativ schnell gehen. Genau, erstmal die Bomben raus. Das sorgt dann für einen Bombenspaß. Oder der Neue biegt uns mal eben auf die Insel ab. Ja, so viel dazu. Ja. Kannst du mir noch die Pulpotfrucht benutzen, um nochmal zu gucken, ob hier noch irgendwas auf den Dingern ist? Ja. Lang! Lang! Genau wie es mit Melody, Medolie, wie auch immer der Fall war, verfügt bestimmt auch Makoros über irgendeine besondere Fähigkeit. Ja, er kann nerven. Hässlich aussehen und wackeln? Ja, und er klimpert beim Laufen. Es ist deine Aufgabe, dies an den Tag zu bringen. Haltet zusammen und helft euch gegenseitig, dann werdet ihr auch die Strapazen dieses Tempels überwinden können. Da bin ich mir sicher. Wie gesagt, er klimpert beim Laufen. Klimper, 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 klimper. Hör auf, uns da reinzubringen. Ja gut, dann wären wir ihn wenigstens los. Klimper, klimper, klimper und tschüss. Und tschüss. Tschüss, Magorus. Ha, 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 ha. So, jetzt solltest du aber nicht wieder vor dem Eingang stehen. Nach aller Möglichkeit. Ja, da. Putt-Putt-Frucht. So, das sieht schon besser aus. So, diesmal kommt es auch von hinten. Wollte ich sagen, diesmal fliegt es auch von der anderen Seite an. So, dann gucken wir mal, ob wir hier auf den Dingern oben drauf irgendwas finden können. Ja, irgendwas ist da auf jeden Fall. Ich glaube, das sind Herzen. Naja, das sind Herzen. Eins brauchst du. Block. Ja, irgendwas auf den oberen Stockwerken. Nee. Das sind Magiepötte. Magie. Sind. Ich sehe unsere Magieanzeige im Moment. Einzelne Rubine. Okay. Irgendwas kann. Noch mehr einzelne Rubine. Okay, damit hast du schon mal alles Wichtige von da oben. Ist da mal irgendwas drunter gewesen? Nein. 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 Da vorne sehe ich auch nichts mehr. Ist dahinter ein Schalter? Guck mal, dahinter der Insel. Wenn du da einmal rumfliegst, da. Jetzt gleich unter dir. Da vorne. Ist da irgendwas? Nee, ne? Jetzt rechts, jetzt rechts? Nee, ist nichts. Okay, dann lassen wir das. Ja. Und wieder rein da. Ja, ne, dann würde ich sagen, aktiviere doch mal den Eingang. Le Eingang. Le Eingang. Le Eingang. Wackel, 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 boink! Und. Ich glaube, das ist das einzige Lied, wo mal zwei Noten hintereinander gleich gespielt werden. Ich meine nicht. Oh. Haben wir in der anderen Hymne nicht auch eine doppelte? Stimmt, die beiden nach unten. Boah, das war cool. Das war vorbei. Und BÄM! Brösel! Ich dachte, jetzt kriegen wir noch irgendwie eine ganz tolle kleine Animation dafür, dass wir hier reinkommen oder so. Nee. Nee. Wie beim letzten Mal auch. Brösel, jetzt laufen wir da rein. Tja, hier ist also. Lang läuft besonders langsam, damit Makoros auch ja dieselbe Geschwindigkeit hat. Ja, hier ist also der C4-Tempel. Way, way! Wackel, 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 wackel. Waa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